Hallo und herzlich willkommen zum Lernzyklus zum Thema Gleichungen. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dir mit mir gemeinsam anschauen willst, was eine Gleichung ist. Oft hört man in der Schule oder im Alltag von diesen mysteriösen Gleichungen. Wie diese jetzt genau aussehen und was man damit alles machen kann, werden wir uns gemeinsam anschauen. Im Intro-Video werden wir uns anschauen, was eine Gleichung ist, woran man eine Gleichung erkennt, und wie man einfache Sachverhalte als Gleichung anschreibt und im Kopf lösen kann. Außer den Grundrechnungsarten wie addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren musst du vorerst noch nichts wissen. Wir verwenden jedoch öfter den Begriff der Variablen. Falls du dir also nicht mehr so sicher bist, was das ist und wie das geht, dann schau dir nochmal den Lernzyklus zum Thema Variable an. Wenn du all diese Dinge schon gut beherrschst, dann können wir ja jetzt starten. Versuchen wir nun also zu verstehen, was eine Gleichung ist. Betrachten wir diese Waage. Auf beiden Seiten liegt kein Gewicht. Die Waage befindet sich also im Gleichgewicht. Wenn ich jetzt auf die linke Seite 5 Kilogramm lege und auf die andere Seite 3 Kilogramm, was wird dann passieren? Genau, die Waage neigt sich auf die Seite, wo mehr Gewicht liegt. Das heißt, die Waage befindet sich im Ungleichgewicht. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie viel muss ich denn jetzt auf die rechte Seite legen, damit die Waage wieder im Gleichgewicht ist? Richtig, wir müssen 2 Kilogramm auf die rechte Seite dazulegen. Da befindet sich auf jeder Seite der Waage 5 Kilo. Eine Gleichung ist also wie eine Waage, die im Gleichgewicht ist. Wir können uns vorstellen, dass der Balken der Waage unser erst gleich darstellt. Eine Gleichung ist also eine Aussage, die besagt, dass links und rechts vom ist gleich derselbe Wert steht. Außerdem erkennen wir eine Gleichung daran, dass es überhaupt ein ist gleich gibt und dass links und rechts davon ein Term oder eine Zahl steht. Wie schreibt man das Ganze jetzt mathematisch an? Auf der linken Seite habe ich meine 5 Kilogramm, also 5. Die Waage symbolisiert unser ist gleich. Und auf der rechten Seite habe ich einmal 3 Kilogramm und einmal 2 Kilogramm, also 3 plus 2. Das heißt, die Gleichung lautet 5 ist gleich 3 plus 2. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Wir haben hier auf der Waage eine Schachtel, wo wir nicht genau wissen, wie viel diese wiegt. Mit Hilfe meiner Gewichte kann ich das aber herausfinden. Ich lege zum Beispiel ein Gewicht mit 5 Kilogramm auf die rechte Seite der Waage. Wir sehen jetzt aber, dass die Waage noch immer im Ungleichgewicht ist. Die Seite mit der Schachtel ist weiter unten als die Seite mit den 5 Kilo. Die Schachtel ist also schwerer als 5 Kilo. Wir müssen also noch ein Gewicht auf die Waage legen. Versuchen wir es doch mal mit einem 1 Kilogramm Gewicht. Jetzt sehen wir, dass die Waage im Gleichgewicht ist. Wir wissen jetzt also, dass die Schachtel 6 Kilogramm wiegt. Als Gleichung anschreiben. Für meine Schachtel verwende ich die Variable s. Das heißt, auf der linken Seite habe ich die Schachtel, also s. Meine Waage symbolisiert das ist gleich und auf der rechten Seite habe ich einmal 5 und einmal 1 Kilogramm. Das heißt, meine Gleichung lautet s ist gleich 5 plus 1. Ein anderes Beispiel wäre, ich habe 2 Tische und 6 Sesseln und ich weiß, dass diese insgesamt alle zusammen 170 Kilogramm wiegen. Wenn ich das Ganze also wieder auf meiner Waage einzeichne, hätte ich links die 2 Tische und 6 Sesseln und rechts die 170 Kilogramm. Und die Waage wäre im Gleichgewicht. Versuchen wir jetzt eine Gleichung für dieses Beispiel aufzustellen. Ich verwende die Variable t für das Gewicht pro Tisch und die Variable s für das Gewicht pro Sessel. Ich habe insgesamt 2 Tische, also 2 mal t und 6 Sessel, also plus 6 mal s und insgesamt die 170 Kilogramm. Das heißt, meine Gleichung lautet 2 mal t plus 6 mal s ist gleich 170. Welche Möglichkeiten gibt es nun, wie viel ein Tisch und ein Sessel wiegen können? Lass es uns ausprobieren, welche Möglichkeiten es gibt. Nehmen wir an, ein Tisch wiegt 25 Kilogramm. Wir haben also 2 Tische, also zusammen 50 Kilogramm. Das Ganze kann ich jetzt in die Gleichung einsetzen. Das heißt, 50 plus 6 mal s gleich 170. Es bleiben dann also für die 6 Sessel
120 Kilogramm übrig. Um das Gewicht pro Sessel zu erhalten, dividiere ich die 120 Kilogramm durch die Anzahl der Sessel, also durch 6. Ich rechne 120 dividiert durch 6 ergibt 20. Das heißt, ein Sessel wiegt 20 Kilogramm. Versuche nun folgende Aufgaben selbstständig zu lösen. Die erste Aufgabe lautet: Wie viel wiegt ein Sessel, wenn ein Tisch 10 Kilogramm wiegt? Die zweite Aufgabe lautet: Wie viel wiegt ein Tisch, wenn ein Sessel 15 Kilogramm wiegt? Drücke jetzt auf Pause. Die Lösung von Aufgabe 1 wäre: Ich habe zwei Tische, also 2 mal 10 Kilogramm. Meine Gleichung würde lauten 20 plus 6 mal s ist gleich 170. Das heißt, für meine 6 Sessel bleiben 150 Kilogramm übrig. Dividiere ich die 150 durch die Anzahl der Sessel, erhalte ich 25 Kilogramm pro Sessel. Die Lösung für die zweite Aufgabe lautet wie folgt. Ich habe 6 Sessel und ich weiß, einer wiegt 15 Kilogramm. Das heißt, alle zusammen wiegen 6 mal 15 gleich 90 Kilogramm. Wenn ich das nun in die Gleichung einsetze, ergibt sich 2 mal t plus 90 ist gleich 170. Für meine zwei Tische bleiben mir also 80 Kilogramm übrig. Dividiere ich das Ganze nun durch 2, erhalte ich ein Gewicht für einen Tisch von 40 Kilogramm. Wir haben das Ende dieses Lernvideos erreicht. Super, dass du so lange durchgehalten hast. Was können wir jetzt also schon? Wir können erkennen, wann es sich um eine Gleichung handelt. Außerdem können wir einfache Sachverhalte als Gleichung darstellen und umgekehrt. Ich freue mich schon darauf, dir im Basic-Video zu zeigen, was man mit Gleichungen nun so alles machen kann. Wir sehen uns und bis bald. Tschüss!